So, das waren mal über 30 Minuten. Hier kriegen wir, in dem Spiel kriegen wir ja Beherrscherpunkte reingedrückt wie nichts anderes, ne? Also das Spiel ballert einen richtig zu damit. Oh, wow. Gut. Reist zum Grab der alterwürdigen Könige. Wie schön, dass alle schnell sind, aber. Tja. Ich habe übrigens das. Mal so ganz nebenbei, ne? Ich habe ein gemütliches Rennen in der Wüste gemacht. Alle anderen sind. Plus NPCs sind mit den. Raptoren unterwegs gewesen. Und ich habe den Hasen genommen, das war lustig. Au. Wurde abgeschossen, auf der Luft, das ist gemein. Oh, Tuffel kriegt gleich auch sein Fett weg. Aber, ach, geklappt. Wenn man Problem reiten. ist nur in der Luft, dann stürzt man ab und ist tot. Achso, du kannst nicht mehr gleiten dann, oder was? Nee. Mach, Leute. Gut. Ich wurde nämlich angegriffen. Da wären wir. Das Grab der altehrwürdigen Könige. Das Portal in die Nebel ist da drin. Dann ist das unser Weg zu den Göttern. Was wir wohl da drinnen finden werden? Antworten. Mehr will ich gar nicht. Nicht diese Stille. Es muss doch eine Erklärung geben. Das ist leicht. Die Menschengötter haben Tyria verlassen. Diese Erklärung gefällt euch vielleicht nicht, aber... Das kann und werde ich nicht hinnehmen. Was immer auch der Grund war, uns steht nur ein Weg offen. Und den müssen wir beschreiten. Ziehen wir weiter. Ja. Marc und Mario, könnt ihr nicht auch weiß und lila nehmen? Das wäre eine super Farbe für die Gruppe. Nein, ich bin kackbraun, weil ich der Natur... Weil du scheiße bist. Ich will gerade aus, aber du kacke bist. Oh, schön. Ja, geil. Genauso wollte ich hinspringen. Das war auch genau geplant. Die Gegner wollte ich auf jeden Fall angreifen. Vor allem da stand ja auch niemand. Hast du das auch mitgekriegt, ne? Ich wollte es nämlich auch, aber ich bin falsch gesprungen. Anscheinend genau wie du. Ja, ich hatte keine Ahnung warum, aber es passiert einfach. In der normalen Welt haben die uns überhaupt nicht angegriffen. In der normalen Welt existierten die gar nicht. Doch, da waren die in dem Raum da vorne drin. Sicher? Ja. Da haben die auch immer gesagt, wenn man irgendwelche Truhen geöffnet hat, dass das irgendwie Grabsteinerei ist und so. Ach so. Ach, diese Dinger, ja, die waren schnell tot. Auch in der normalen Welt. Da gibt es auch welche, die einen angreifen, das stimmt. Was habt ihr in diesen geheiligten Hallen zu suchen? Seid ihr gekommen, um noch mehr Embleme unseres Königshauses zu stehlen? Haltet ein! Wir haben es nicht auf eure Klunker abgesehen oder was auch immer ihr hier bewacht. Klunker? Wie könnt ihr es wagen? Vielleicht solltet ihr lieber die Verhandlungen führen, Kommandeur. Es stimmt, was er sagt. Wir sind keine Diebe, wir müssen nur passieren. Bitte lasst uns durch. Wir haben den Passier. Zum Wohle Tyrias. Ah, 38. Ich durchschaue eure Lügen. So oft schon haben Diebe und Eindringlinge diesen heiligen Boden entweiht. Ich töte euch lieber, bevor ich das noch einmal zulasse. Das spürt ihr noch tagelang. Ich drohe erstmal lieber, bevor ich angreife. Damit müssen sie schon härter zu schlagen. Wo rennt sie denn hin? Nein, jetzt ist sie weg und mein Buff ist für den Arsch. Sie wird ganz viele und eine ist die echte. Nur eine davon ist echt.
Wenn wir die Echte finden und ihre Konzentration stören können. Und mein Buff ist erfrischend. Die Illusion zunichte zu machen. Wo laufen? Aua. Konzentration stören. Tja. Meint ihr sollt sie treffen, Zweig. Zweig. Sucht nach der echten Nadier, Kommandeur. Irgendwann haben sie gefunden. Oh, da stirbt jemand. Ich brauche Hilfe. Ja, die ist doch schon. Ich war doch den Laserstrahl ausgewichen, oder hat die noch sich und rumgeswitcht? Oh, passiert nichts mehr? Ich kann euch nicht aufhalten. Ihr dürft passieren. Wie gesagt, wir sind keine Diebe. Ihr habt mein Wort. Das behauptet ihr. Aber ich bin nicht die Einzige, die ihr überzeugen müsst. Na. No. Wartet mal eben. Stopp! Diese Geister sind aber wirklich schreckhaft. Joku hat großen Eindruck auf sie gemacht. Wir sollten hier sehr vorsichtig sein. Ich habe euch bereits das Durchgangsrecht gewährt. Was wollt ihr denn sonst noch? Mauam. Erzählt mir mehr von der altehrwürdigen Dynastie. Jojo, jetzt eine Geschichtsstunde. Gut. Die Könige und Königin vor 5000 Jahren. Die Könige und Königin der altehrwürdigen Dynastien wachten mehr als 600 Jahre lang über Elona. Heute besteht unser Haus nicht mehr. Doch wir waren die Ersten, die über diese Lande herrschten. Ich glaube, das ist eine Lüge. Manche sagen, die erste altehrwürdige König sei von den Göttern gekrönt, über die anderen erhoben worden, die dieses Land als Erste beraten. Doch ob das der Wahrheit entsprach, ist längst vergessen, ausgelöscht vom Sand der Zeit. Erzählt mir mehr von eurer Zeit als Königin von Elona. Elona war wild und gesetzlos. Verfeindete Stämme bekriegten sich ohne Unterlass. Es gab niemanden, der Unschuldigen Schutz oder Opfergerechtigkeit spendete. Daher gründete ich den Orden der Sonnenspeere und versammelte viele große Krieger um mich. Gemeinsam brachten wir die verfeindeten Stämme Elonas unter meinen Banner. Wir sorgten für Frieden. Warum habt ihr das uns durchgelassen? Mit meiner Klinge versuchte ich, Frieden in der Wüste zu erkämpfen. In euch lodert dasselbe Feuer, wie ich sehe. Ich habe keinen Gesprächsbedarf mehr. Zieh Leine. Und greife ich den an. Ich wollte zwar den anderen platt machen, aber man kann ja mehreren Gegnern Schaden zufügen und die später besiegen. Kaschmik, warum gehst du vor? Alter, was schreist du da so laut? Mag nicht voran, du löst aus. Dann komm doch mit. Ja, ja. Ui, nun schaut euch das mal an. Ja, ist nichts Besonderes, ich war hier schon. Au! Die Lampe hat mir Schaden zu... Au! Jojo, erstmal looten, genau. Das Wichtigste ist zuerst. Hä? Haben wir der anderen nicht gesagt, dass wir ja kein Dieb sind? Ich finde das schade, dass das keine Auswirkungen auf die Story hat. Eigentlich müsste das Auswirkungen haben, wenn man jetzt trotzdem lootet. Also ich habe dir gar nichts versprochen. Also ich stehe über allen. Ich kann fliegen.
Ein Rubin. Nee, es ist ein Tuffel. Oh, hier ist eine Ratte. Mal gucken, wie viel Schaden ich mache. Ah, nee, ist ein Käfer. Also schon Unterschied zwischen Ratte und Käfer. Schaden anzurichten. Wer da? Ich würde sagen, nicht Joko, aber ich bezweifle irgendwie, dass das einen Unterschied machen würde. Ich weiß nicht, wie ihr das bei Nadine geschafft habt, aber an mir kommt ihr nicht vorbei. Habe ich ja gesagt. Aua, warum ist das so heiß hier? Ja, ja, verschieb die Karte. Schmerz für Schmerz ist bestimmt richtig. Ich fress ganz schön viel Schaden. Die Barriere rührt sich kein Stück. Irgendwelche schlauen Ideen? Kanach, leg dein paar Minen aus. Dann locke ich ihn darüber. Erledigt. Seit ich hier bin, habe ich noch gar nichts sprengen dürfen. Wo sind denn die Minen, Kanach? Mine gelegt. Da. Da steht auch schon drauf. Ja, schon. Erfrischt stehe noch. Ja, und der kriegt Schaden. Ich bin weder hier noch dort. Ne, ich krieg Schaden. Du musst dann durch die Mine ziehen und dann zieht sein Schild weg. Ja, ja, ich versuche ihn ja zu ziehen, aber mein Ziehen ist leider ausgelaufen. Kanach, wir brauchen wieder eine Mine. Kanach, mach Mine schnell. Gelegt. Danke. So. Zieh! Er lässt sich nicht ziehen, er ist immun. König. Also, glaube ich, alle dahinter stehen müssen. Der ist jetzt gegen Anton. Du musst hier rüberkommen. Alter, du, 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 jetzt ist die Mine weg, oder? Ja. Ja, Kanachs Minen haben leider ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Und wenn das ausgelaufen ist, dann kann. Also ausgelaufen im wahrsten Sinne, dann kannst du die halt nicht mehr benutzen. Das Bundesministerium für Minenlegung hat eindeutig eine Regelung festgelegt, dass in Paragraph 7 Minen nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt benutzt werden dürfen. Und darüber hinaus müssen sie dann lösen sich halt von selbst auf. Das ist schon vorprogrammiert. Ja, danke, Kanach. Kannst du das nicht näher packen? Wie kannst du es wagen, das auf die andere Seite zu stellen? Ah, drüber gelaufen. Sehr gut. Hey, König Vasi hat sich wieder unverwundbar gemacht. Ich habe dich gewählt. Ihr habt gesiegt. Und so holt sich der falsche Herrscher von Melona noch mehr Trophäen für seinen Kaminsims. Wir wollen nur passieren, um mit den Göttern zu sprechen, nichts weiter. Wir versprechen euch in Frieden zu lassen, wenn ihr das im Gegenzug auch tut. Frieden? Nun gut, wir werden ja sehen. Tuffel schaut auch nur für euch in die Kamera. Worum geht's? Stopp, Mark. Er steht doch nur hier. Ja, ich sehe, wie ich habe schon begriffen, dass wir nicht zügig durch diese Quest gehen können, um einen zusammenhängenden Strang zu kriegen. Aber ich sehe dich schon hinter der Tür. Ich wüsste gern mehr über eure Zeit als Herrscher. Eine Geschichtslektion, nachdem ihr unseren heiligen Boden unerlaubt betreten und meine grundgetreuen Untertanen angegriffen habt? Frechheit. Wir haben uns nur verteidigt, eure Untertanen haben uns angegriffen. Das sagt ihr so. Fake News. Also was habt ihr vor? Warum dringt ihr in unsere Grabmale ein und stört uns? Wir sind auf der Suche nach Antworten von den Göttern. Dann findet die Antworten, die ihr sucht. Als ich König wurde, herrscht Krieg. Unsere Armeen wurden aufgetrieben und aufgerieben. Doch ich hielt stand. Scharte das Volk um mich. Bald war ich als Verteidiger der Wüste bekannt. Worum geht es? Könnt ihr mir etwas über die alterwürdigen Dynastie erzählen?
Gibt es da, wo ihr herkommt, denn keine Bücher? Pff. Die alterwürdigen Könige und Königin regieren schon seit der erste Mensch seinen Fuß in die Sande Elonas und auf den Mars gesetzt hat. Was ist mit der alterwürdigen Dynastie geschehen? Fragt Nala oder Dala. Die Herrschaft der Altewürdigen endet mit ihnen. Und jetzt verpiss dich. Okay. Ich glaube, wir sollten die nicht länger stören. Doch, weiter stören. Yay. Hier greift uns keiner an. Das ist schon mal gut. Ein Fall für Galileo Mystery. Da lang und nah lang. Bitte einer zur Zeit. Wir wollten nicht respektlos sein. Und doch schert ihr euch nicht um die, die hier ruhen. Ihr habt diesen erhabenen, heiligen Boden mit eurer Anwesenheit verpestet. Was habe ich gesagt, Kanach? Ihr solltet dringend baden. Wir möchten nur mit den Göttern sprechen. Solche Lügen haben wir schon öfter gehört. Ihr seid Agenten dieses Emporkömmlings Joko. Und wie die anderen werdet ihr die Konsequenzen eurer Taten tragen müssen. Die altehrwürdige Dynastie endete mit uns. Egal, was dieser Schwindler Joko behauptet. Und so wird euer Geschlecht enden. Hier in der Finsternis. Huch, achso, das fand... okay, endlos ist also, man startet tanzen. Wie spät haben wir es? 21. Gegen beide gleichzeitig. Das spürt ihr noch tagelang. Zeit, echten Schaden anzurichten. Stehe. Erfrischend. Stehe. Erfrischend. Zurück zum Kampf. Habt ihr auch das so, wenn ihr immer weniger Lebenspunkte habt, denkt ihr auch immer langsamer? Nein. Das ist bei mir tatsächlich so. Also je weniger Lebenspunkte ich habe, desto... Sie sind zu stark für mich. Desto langsamer denke ich. Ich will euch die Dunkelheit zeigen, die Elona verschlungen hat. Da müssen sie schon härter zuschlagen. Wer ist da? Erfrischend. Bin schneller als ein Centaur. Bleibt standhaft. Mir geht's ziemlich. Nichts funktioniert, Kommandeur. Ja. Das ist nur eine weitere Illusion. Tot. Oh. Ich wollte schon fragen, wie, aber. Naja, das ist viel Schaden. Das ist nicht so schwer. So, ich habe mein Soll erfüllt. Ich bin mindestens einmal MLP gestorben. Wenn ich irgendwie eine Form von Skill entwickle in irgendein Spiel, dann ist es ein Wunder. Ich bin weder hier noch dort. Spür die Wut. Könnt's auch gleich nochmal wiederholen. Mine gelöst. Warum bist du da stehen geblieben? Bist du wahnsinnig? Ich bin nicht stehen geblieben, ich bin reingelaufen. Das ist ein Unterschied. Ich konnte nur nicht mehr raus. Und ich habe den Rand nicht gesehen, weil du da drin standst. Ich stand da nicht drin. Nee, du standst davor und ich konnte deswegen den Rand nicht sehen. Nein, ich stand nicht davor. Du standst davor. Das war ich. Sich mal deine Verbündeten unterscheiden. Kannst dich mal einen Namen von einem Menschen unterscheiden, ey. Ja, was gut. Nö, da wollte ich nicht hin. Hier ein Schild. Alles einbilden. Ah, ist gut, muss Italy wieder ran. Ridlock, warum schießt du mir in den Rücken? Ridlock, du hast mich umgebracht. Erfrischend. Ich fühle mich gut. Ist unverwundbar, das gefällt mir nicht. Greif die andere an. Jetzt muss man die andere anhalten. Zeit, echten Schaden anzurichten. Ich kann nicht weiter. Ich
Und Nala beißt ins Gras. NPCs, ey. Voll die Cheat. Es reicht. Wir können euch nicht gestatten, diesen Ort zu entweihen. Gebt den Befehl, Nadie. Und unser Kampf beginnt erneut. Wartet. Die sind nicht so wie Jokos Plünderer. Vielleicht sagen sie ja die Wahrheit. Unfug. Das sind nichts weiter als Diebe. Genau wie all die anderen. Zügelt euren Zorn, Nala. Vielleicht verurteilen wir sie vorschnell. Nun gut. Wenn ihr diesem Ort den nötigen Respekt erweisen könnt, dürft ihr passieren. Ich habe euch bereits das Durchgangsrecht gewährt. Das hatten wir doch schon. Hm. Du sollst den Sarkophagen hier Respekt erweisen. Nee, nee, ich. Ja, mach ich gleich. Jetzt nichts machen. Leute, bleibt stehen, ihr habt schon wieder irgendwas gemacht. Ja, ich hab Sarkophagen Respekt erwiesen. Ja, und wenn du, ja, wenn du da weitermachst, dann kann ich gleich nicht mehr weiterlesen, kann ich nichts lesen hier. Ja, die hast du schon aufmachen. Ey, dann geht die Story weiter, wenn ihr dir überall von niederkniet oder so. Ja, ja, wenn ihr jetzt die letzten ja, Sachen. Ihr habt gewonnen. Und was wollt ihr jetzt? Die Truhe öffnen. Erzählt mir mehr davon, wie Elona während eurer Herrschaft war. Sonderbar, dass ihr angesichts der Umstände so etwas fragt, aber ... Elona war ein Zentrum der Kultur und der Künste. Ein Paradies und doch war es uns nicht genug. Sorry. Hey, du Arschloch. Es war was in der Truhe, aber leider nicht das, was ich erwartet habe. Wie meint ihr das? Wir hielten es für unser Geburtsrecht, mehr zu erhalten. Wir umgaben uns mit Schönheit, suchten zwanghaft nach allem, was neu und anders war und wollten unbedingt von jedem Vergnügen Knosten? Knosten, ja. Es war eine Überraschung, dass einige uns für leicht zu beeinflussen hielten. Erzählt mir etwas über die Skarabäenseuche. Als die Seuche ausbrach, wussten wir zunächst nichts davon. Hinter den Mauern unseres Palasts waren wir sicher und kümmerten uns wenig um das Wohlergehen. Mari erweist dem Sarkophag gerade seinen Respekt, indem er auf den Leichen tanzt. Die außerhalb unserer Tore lebten. Als Berichte von den sich ausbreitenden Seuchen eintrafen. Scheiße. Toll. Beachteten wir sie kaum. Beenden. Wir waren ganz mit unseren Vergnügen beschäftigt und arglistige Berater führten uns absichtlich in die Irre. Und dann? Als wir das Ausmaß der Verwüstung endlich begriffen, war es zu spät. Der Palast war gestürzt und wir mit ihm. Das war das Ende der altehrwürdigen Dynastie. Wie kann ich euch beweisen, dass ich ganz harmlos bin? Jojo, ganz harmlos, so sehe ich aus. Wir sind schon zu lange in Vergessenheit gewesen. Keiner hat die Erinnerung an unsere Taten geehrt. Erweist unseren Knochen Ehre, dann werden wir wissen, dass ihr die Wahrheit sprecht. Nicht du. Doch du. Gab nämlich Errungenschaft. Hättet ihr das jetzt weitergemacht, ne? Also ich lese die eine noch vor. Hättet ihr das jetzt beendet, ne? Hätte ich die wahrscheinlich nicht mehr sprechen können. Und wir hätten diese Errungenschaft nicht bekommen. Nebenbei gibt's dann Mini. Ich habe keine Errungenschaft bekommen. Musst du noch mit denen sprechen vielleicht? Kann ich nicht. Da hast du Pech gehabt. Vielleicht werden wir gleich die Story annehmen. Erzähl mir was wie Elon bla bla bla. Als Dala und ich auf dem Höhepunkt der Blüte Ilonas zu Zwillingsherrscherin gekrönt wurden, die Kriege der Vereinigung waren längst vorüber, aus potenziellen Eroberern waren inzwischen zuverlässige Verbündete geworden. Der Handel blühte in der Wüste, er brachte Gelehrte, Meister der Kunsthandwerks und Kaufleute, der exotische Pfeilboten. Milch und Honig flossen im Lande und alles ging gut. Okay, statt Sand gab's Milch. Die alterwürdige Dynastie hatte schon hunderte von Jahren regiert. Wir waren jung und schön und ganz Tyria lag uns zu Füßen.
Wir dachten, es gäbe nichts, das wir nicht schaffen könnten. Und das brachte uns zu Fall. Die Skarabäenseuche. Niemand wusste, wo oder wie sie begann, doch fast ganze Königreiche wurden davon ausgelöscht. Dala und ich waren trunken von Hochmut der Jugend. Wir lebten für Wein und Gesang und die Verlockung des Fleisches. Ah, okay. Und es gab Leute, denen es gefiel, uns blind zu halten. Und was ist dann passiert? Als die Seuche ausbrach, waren wir schon zu viel geleitet. Das Volk von Eluna rief um Hilfe, doch seine Flehen stieß bei uns auf taube Ohren. Und was ist dann passiert? Man schmähte und fluchte uns. Manche gaben uns sogar die Schuld. Schließlich raffte die Seuche auch uns dahin. Das war das Ende unserer Herrschaft und der altwürdigen Dynastie. Beendet. Meins, alles meins. Ich könnte jetzt die Gräber weiterhin weinen. Es muss einmal mindestens die Nase laufen, sonst ist es kein Let's Play. Das ist richtig. In jedem Let's Play, in jeder Folge, egal. Neverwinter Nights auch. ESO. Andere Projekte. Fallout. Immer die Nase. Ist immer dicht. Soll ich jetzt machen? Du hast halt eine Gamer-Nase. Ja, scheint so. Hast du auch einen Kratz im Hals? Nee, das nicht. Kopfschmerzen? Negativ. Übelkeit? Schnauze. Das reicht's aber. Ja, das bedeutet ja, dass der Fluch gebrochen ist. Ihr dürft in die Nebel schreiten. Wir geloben, das Andenken an eure Regentschaft zu ehren und diese Lande zu respektieren. So sei es. Wir werden einen zweiten Betrug niemals vergeben. Ich bin immer noch im falschen Discord. Ihr seid beim Raten ziemlich dicht dran gewesen. Diese armen Geister. Selbst im Tode sind sie vor Joko nicht sicher. Seid einfach dankbar, dass man mit ihnen noch vernünftig reden kann. Nun, da liegt unser Ziel. Sind wir bereit, den Göttlichen unsere Fragen zu stellen? Auf jeden Fall. Irgendwer hatte das richtig gesagt. Beinahe. Also war fast richtig. Moment. Oh, wo waren das? Blume, du warst ziemlich dicht dran. So. Nein, wenn wir in der Instanz drin sind, dann dürfen wir nicht vorrennen. Oh Gott, habe ich mich gerade erschrocken. So, erstmal Folge beenden. Danke fürs Zusehen. Und der Fluch ist gebrochen, Mike.